Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr am ehesten die FIFA 19 Beta Version spielen könnt. Und falls ihr mehr solcher FIFA 19 Videos sehen wollt, lasst jetzt einen Daumen nach oben, da würde mich unfassbar freuen. Und für alle, die neu sind, gerne jetzt ein Abo dalassen, denn in Zukunft werde ich sehr viele FIFA 19 Videos bringen, auch zum Bereich How to make coins und wie ihr eben perfekt reinstartet in das Spiel. Und deswegen lohnt sich das Ganze auf jeden Fall und wir gehen jetzt rein in das ganze Thema mit der FIFA 19 Beta Version. Zuerst die Frage natürlich, was ist die Closed Beta Version von FIFA 19 eigentlich? Und das kann man leicht beantworten. Diese Version ist einfach dazu da, dass Spieler dieses Spiel testen und nochmal Feedback geben und das Spiel dann vor dem Release nochmal verbessert werden kann. Also das ist wirklich dazu gedacht, dass die Vollversion dann optimal ist und dass da wirklich keine Fehler mehr drinnen sind. Das sind einfach sozusagen Spieletester, die eben dann in diese FIFA 19 Closed Beta rein können und dann geben diese Spieletester eben EA Feedback und ja, das ist eigentlich der Sinn der Closed Beta Version. So, und ich möchte euch heute eben zeigen, wie ihr das Ganze am ehesten spielen könnt und dazu müsst ihr auf jeden Fall mal auf die EA-Seite gehen. Den Link zur Seite habe ich euch natürlich auch in die Beschreibung gepackt und dort geht ihr dann einfach rechts oben auf Profil und dort müsst ihr euch eben einfach mal anmelden. Ich habe das jetzt schon gemacht mit meinem FIFA All-Stars Account und dort geht ihr dann auf Kontoeinstellungen. Danach kommt ihr auf diese Seite hier und da müsst ihr eben ein paar Dinge vornehmen, um am ehesten die Beta-Version spielen zu können. Und zwar ist erstmal wichtig, dass ihr über 18 Jahre alt seid. Das bin ich natürlich. Ich bin am 12.11.98 geboren. Das heißt, ich bin jetzt schon über 18 Jahre und bin somit auf jeden Fall mal berechtigt, die Beta zu spielen. So, weiter geht es jetzt mit dem Land. Und angeblich ist es so, dass nur Großbritannien und USA Spieler wirklich in die Beta reinkommen. Natürlich ist das nicht echt, wenn ihr hier jetzt eingebt, dass ihr eben aus Großbritannien oder USA kommt. Aber nur so könnt ihr eigentlich in die Beta reinkommen. Deswegen sollte man das eigentlich schon ändern. Ich will da jetzt wirklich niemanden dazu verleiten. Und ich will das jetzt auch nicht befürworten. Aber hier sollte man auf Großbritannien stellen. Das Ganze findet ihr nicht unter Großbritannien, sondern unter Vereinigtes Königreich. Und das könntet ihr eben einstellen, wenn ihr in die Beta rein wollt. So, das Ganze speichert ihr jetzt einfach mal und so habt ihr schon mal viel, viel bessere Bedingungen, um eben die Beta zu bekommen. Aber jetzt kommen erst die ganz wichtigen Sachen. Und zwar müsst ihr hier auf E-Mail Preferences gehen und dort ein Häkchen reinmachen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, hier lasst ihr das Ganze auf Anytime und dann könnt ihr hier eben die bevorzugten Spiele auswählen. Und da drückt ihr einfach mal drauf und wählt dort ganz, ganz unbedingt FIFA aus. Ja, hier ist zwar das FIFA 18 Cover, aber es ist einfach allgemein FIFA damit gemeint. Und dann lasst ihr hier überall alle Häkchen aktiviert. Und hier seht ihr eben schon, das FIFA 19 Häkchen ist auch aktiviert und das ist eben für die Closed Beta Version gedacht. Das heißt, wenn ihr hier dieses Häkchen nicht aktiviert habt, dann habt ihr absolut keine Möglichkeit, für die Beta genommen zu werden. Aber wenn ihr das hier aktiviert habt, dann gibt es eben diese Möglichkeit, dass EA euch dann einen Code schickt und ihr dann eben diese Version spielen könnt. Hier unten könnt ihr dann auch noch eure Konsole auswählen. In meinem Fall ist das jetzt die PS4. Wenn ihr aber zum Beispiel PS4 und Xbox One habt, dann könnt ihr auch beides aktivieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich dann auch noch höher. Es gibt auch wirklich gar keine andere Version, um die Beta-Version spielen zu können. Denn die einzige Möglichkeit ist eben hier diese Einstellungen vorzunehmen bei eurem Account. Und dann einfach zu hoffen, dass ihr da einen Code per E-Mail bekommt. Und so ist die Wahrscheinlichkeit eben wirklich am allerhöchsten dann wirklich die Version spielen zu können. Hier unten gibt es dann noch einen Punkt namens Game Tester Program und hier ist FIFA nicht versehen. Das heißt, hier könnt ihr das auch irgendwie nicht anklicken, falls viele jetzt denken, ja, da unten wäre das wahrscheinlich eher gewesen. Nein, das gibt es hier gar nicht, aber vielleicht kommt es noch rein und wenn es reinkommt, dann müsst ihr da natürlich auch FIFA auswählen. Die Leute, die die Closed Beta Version spielen können, werden wahrscheinlich wieder wie letztes Jahr vom 1. bis zum 10. August ausgewählt und die bekommen eben wie gesagt einen Code per E-Mail gesendet. Also ihr habt jetzt wirklich noch über einen Monat Zeit, um das Ganze hier zu machen und ich würde es euch einfach mal empfehlen, denn wieso eigentlich nicht? Es ist doch ziemlich cool, hier einfach mal eine frühere Version von einem FIFA-Teil zu spielen, vor allem wenn alle anderen das ganze Spiel noch nicht mal ansatzweise spielen können und ihr das Ganze vielleicht schon zocken könnt. Es gibt dann auch verschiedene Beta-Versionen. Einmal für Ultimate Team, einmal für den Karrieremodus und ich glaube auch einmal für The Journey. Das Ganze kann man sich aber, soweit ich weiß, sogar auch aussuchen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und man darf natürlich Gameplay von der Beta-Version absolut nicht hochladen. Das Ganze wird direkt gesperrt und man bekommt auch einen Strike, wenn man das auf YouTube hochlädt. Das habe ich aus eigener Erfahrung sogar schon mitbekommen, denn ich habe damals in meinem FIFA 17 Beta-Version Gameplay re-geuploadet von jemand anderen und habe den halt verlinkt und so und ich dachte, ja okay, das müsste passen, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt,
Zeitpunkt eben nicht, dass man Beta-Version Gameplay nicht hochladen darf. Macht aber auch Sinn, weil es ja natürlich die Closed Beta ist und das eben niemand sehen sollte eigentlich. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, habe dafür einen Strike bekommen und deswegen müsst ihr da sehr aufpassen. Falls ihr eben reinkommen solltet, ladet dazu absolut kein Gameplay irgendwo hoch. Ja, okay, Freunde, das ist eigentlich jetzt wirklich die beste Version, um die FIFA 19 Closed Beta spielen zu können. Und das solltet ihr auf jeden Fall machen, falls ihr eben da reinkommen wollt. Es gibt wirklich absolut keine andere Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit ist, von EA einen Code zu bekommen. Wenn ihr zum Beispiel EA fragt oder anruft, yo, kann ich einen Code haben? Die geben euch keinen. Dazu wurden echt viele Artikel veröffentlicht, wo eben drin steht, yo, es kommt nur von unserer Seite ein Code und sonst eben gar nicht. Also es kommt wirklich kein Code, wenn ihr jetzt eben aktiv nachfragt. Okay, Freunde, damit war es das jetzt auch schon wieder mit dem Video. Falls es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr, sehr freuen. Lass gerne auch ein Abo da, falls du neu bist. Aktiviere die Glocke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Video und ciao.